Ja, und damit begrüße ich euch auch schon ganz recht herzlich zu meinem Video, wie man doch Open Broadcaster Studio richtig einstellt. Und ich habe dazu jetzt hier schon eine zweite Instanz dieses Programms geöffnet, hier im Hintergrund, mit einer anderen Instanz. Davon nehme ich das Ganze hier auf und ich möchte euch jetzt einfach mal so meine empfohlenen Einstellungen zeigen, damit ihr ja perfekt streamen könnt und auch sehr schöne Videoaufnahmen von eurem Monitor machen könnt und dabei auch noch sehr schön Platz spart. Und als erstes fangen wir mal an hier mit Open Broadcaster Studio, OBS abgekürzt, jetzt in der 64-Bit-Variante. Und da seht ihr erstmal das Ganze so hier. Hier unten seht ihr schon den Ausschlag von meinem Mikrofon. Und ihr müsst euch vorstellen, das hier. Die große schwarze Leinwand hier ist euer Vorschaufenster, was ihr zum Beispiel auf dem zweiten Monitor oder ähnliches legen könnt. Hier unten habt ihr die Szenen, also sozusagen Sammlungen von den verschiedenen Quellen, die ihr zu eurer Szene hinzufügt. Also eine Szene ist dann beispielsweise eine Bildschirmaufnahme oder eine Spielaufnahme oder sowas und dann zum Beispiel oben links noch eine Webcam-Aufnahme und unten rechts oder sowas noch so eine kleine Bar oder sowas mit verschiedenen sozialen Netzwerken oder ähnlichem. Und ich habe jetzt hier einfach nochmal meine Bildschirmaufnahme drin. Und ihr seht schon, da ich das jetzt aktiviert habe und wir ja die Vorschau von diesem Fenster hier haben, sieht das so ewig langgezogen aus. Ja, das ist ganz einfach, die hinzuzufügen, falls ihr noch keine Szene habt, dann einfach Szene hinzufügen und gebt ihr hier einen Namen. Und dann hier in der Szene könnt ihr dann einfach verschiedene Quellen hinzufügen, wie zum Beispiel Bild, ein einzelnes Bild einfach nur, etwas aus dem Browser, eine Diashow von verschiedenen Bildern, Fensteraufnahmen, zum Beispiel nur ein einziges Windows-Fenster aufnehmen wollen, eine Spielaufnahme, also explizit für gerenderte Spiele von der Grafikkarte. Dann können wir einzelne Texte einfach hinzufügen und hier Videoaufnahmegerät, das wäre dann die Webcam. Und was wir ja machen wollen, ist eine Bildschirmaufnahme, die fügen wir also einfach hinzu, neu erstellen. Können ja auch einen expliziten Namen geben und können dann hier die Anzeige auswählen. Es ist gerade eigenartig, ich kann gerade meinen zweiten Monitor gar nicht auswählen. Das ist natürlich eigenartig. Für normal habt ihr dann alle Monitore halt und könnt ihr dann auswählen, welchen ihr halt aufnehmen wollt. Klickt einfach auf OK, bestätigt das und dann habt ihr hier eine drin. Ihr könnt auch jetzt zum Beispiel hier das Ganze erstmal deaktivieren, dass ihr es also dauernd nicht doppelt seht. Und jetzt machen wir mal Folgendes, wir gehen in die Einstellungen. Eigentlich den wichtigsten, der Rest erklärt sich großteils von selbst, muss ich sagen. Da kann man selbst einfach sein Glück versuchen. Und geht hier mal auf Einstellungen unter Datei. Und dann haben wir hier als erstes im ersten Register einmal so die allgemeinen Einstellungen. Hier können wir zum Beispiel auswählen, in welchem Farbstil wir Open Broadcaster Studio jetzt haben wollen. Gibt es vieles Verschiedenes. Für mich hat sich halt das Dark als am besten erwiesen, weil es einfach in einem dunklen Raum oder so nicht so in den Augen wehtut. Ja, jetzt können wir halt noch verschiedene Dinge hier einstellen, die eher nebensächlich sind, wie beispielsweise, dass es beim Programmstart direkt nach Updates sucht oder dass wir Bestätigungsdialoge haben, ob wir einen Stream wirklich starten wollen und so weiter und so fort, ist weniger relevant. Das Wichtigste für uns ist erstmal hier der Stream. Nicht der Stream, die Ausgabe. Der Stream ist dann relevant, wenn man auf verschiedenen Videoplattformen sein Video live übertragen möchte, wie auf Twitch oder Hitbox oder so. Dazu habe ich auch noch ein gesondertes Video, wo man sich das genauer angucken kann und wie das auch genau funktioniert mit Hitbox oder Twitch. Und für uns ist jetzt hier die Ausgabe wichtig. Das ist, wie unser Video aufgenommen wird. Und da gehen wir bei Ausgabenmodus einmal auf Erweitert und haben jetzt hier wieder verschiedene Tabs. Im Tab Streamen stellen wir als Codierer X264. Damit läuft das Ganze über die CPU und auch sehr ja, platzsparend. Genau. Was hier unten dann noch wichtig ist, dass ihr halt als Regulierungsmethode CVR ausgewählt habt und bei der Bitrate ist wichtig, wenn ihr streamen wollt, dass ihr nicht viel mehr als über 3000 geht, da Twitch oder Hitbox das begrenzt, wenn du kein Partner bist. Deswegen sollte man da ein bisschen aufpassen. Wenn man das Ganze einfach nur so aufnimmt für seinen Rechner und dann später hochlädt, dann kann man hier ruhig, wenn man ja eine recht schnelle Internetleitung hat, auch mal gut einmal 3700 so genau
Lassen dann hier verwende Benutzer die Puffergröße weg. Schreiben bei Keyframe-Intervall 2 hin. Also alle 2 Sekunden und nicht automatisch. Für die meisten CPUs und Computer empfiehlt sich es bei der Prozessorauslastungsvoreinstellung vor Very Fast zu nehmen. Mit Very Fast God wird die CPU nur komprimiert ausgelastet und das Ganze auch noch auf die GPU mitgeschoben und da dürfte das für die meisten Rechner kein Problem sein. Profil nehmen wir Main, genau. Und können jetzt rüber zur Aufnahme gehen. Hier können wir jetzt noch auswählen, wo unsere Videos gespeichert werden sollen. Darunter auch noch in welchem Ausgabeformat. Ich finde MP4 immer am schönsten. Ihr könnt dann auch auswählen, dass eure Audiospuren in verschiedene, also eure Tonaufnahmen von Headset und Desktop-Gerät und so weiter, dass die in verschiedenen Audiospuren gespeichert werden. Das ist zur Nachbearbeitung halt sehr empfehlenswert. Ich glaube, mit MP4 funktioniert das sogar. Ja, Codierer können wir so lassen. Können noch kurz zu Audio gehen, ob wir da auf verschiedenen Spuren vielleicht auch verschiedene Bitraten haben wollen. 160 eigentlich vollkommen okay. Dann können wir ja weitergehen zu Audio. Können die Abtastrate einmal einstellen. Die können wir so lassen. Kanäle Stereo oder beispielsweise, wenn ihr das Ganze auch kompatibel machen wollt mit Surround Sound, dann könnt ihr hier 7.1 auswählen. So, dann haben wir das Desktop-Aufnahmegerät, also eure Desktop-Sounds, so die gehen halt auf mein G933, können wir auch ein zweites auswählen, wenn wir das wollen. Und unter Mikrofon habe ich jetzt auch mein Mikrofon G933 ausgewählt. Genau, können ja auch noch ein zweites Mikrofon oder eine zweite Audio-Eingangsstelle auswählen, sogar eine dritte. Genau, können hier unten dann auch noch Push-to-Mic oder Push-to-Talk aktivieren. Erklärt sich von selbst, können wir weitergehen zu Video. Als erstes ist bei Video die Auflösung relevant. Das ist die Auflösung von eurem Monitor. Und dann ist die Ausgabe auch noch relevant. Das ist dann sozusagen in welchem Format, in welcher Auflösung das Video dann letztendlich erstellt wird. Wenn ihr da zum Beispiel einen Full-HD-Monitor habt, aber nur Full-HD-Videos haben wollt, dann könnt ihr das skalieren lassen und schreibt hier einfach 1280x1720 rein. Ich möchte aber 1920x1080. Eine bessere Auflösung, erklärt sich von selbst. Ja, das können wir eigentlich so lassen. B-Kubik ist eigentlich voll in Ordnung. Und als FPS-Werte, damit eure Videos besonders in Spielen oder so flüssiger laufen, wählt hier 60 FPS aus. Dürfte mittlerweile eigentlich jede Grafikkarte schaffen, bin ich der Meinung. Und dann sehen eure Videos auf YouTube oder so auch um einiges besser aus. Also, in dem Tab hier können wir dann noch unsere verschiedenen Hotkeys einstellen. Das könnt ihr machen, wie ihr wollt. Einfach reinklicken und dann eure Taste drücken. Ich habe die jetzt gar nicht eingestellt, weil ich auf meinem zweiten Monitor das eigentlich sehr easy handeln kann und das da eigentlich nie ein Problem dargestellt hat. Und ja, können wir auch eigentlich weitergehen, könnt ihr machen, wie ihr wollt. Und jetzt unter Erweitert ist eigentlich nichts mehr groß relevant. Ihr könnt halt hier noch mit dem besonderen Format einstellen, wie die automatischen Dateinamen aussehen sollen. Könnte wichtig sein, muss es nicht. Und hier unten sind dann noch zwei Stream-Einstellungen. Die können wir zum Beispiel einmal die Stream-Verzögerung aktivieren. Damit laufen unsere Streams verzögert. Zum Beispiel das, was ich zu Sekunde 0 aufnehme, können meine Zuschauer erst bei Sekunde 20 erkennen. Das ist halt dazu da, damit man beispielsweise in Spielen wie CSGO oder was weiß ich, so Competitive-Spielen halt nicht gespoilert werden kann. Und dann ja das automatisch neu verbinden. Also wenn, was weiß ich, der Stream gerade die Verbindung verloren hat, warum auch immer das passieren sollte, dann könnt ihr dort halt einstellen, nach wie vielen Sekunden sich das Ding wieder von neu aktivieren soll. Genau, und dann sind wir mit den Einstellungen eigentlich schon durch, können einfach auf OK drücken und können das Ganze dann aktivieren, unsere Bildschirmaufnahme, und jetzt hier einfach auf Aufnahme starten drücken. Wäre dumm, wenn ich es jetzt nochmal tue, weil ich es schon auf meinem zweiten Monitor sehe hier. Und hier könnt ihr Streaming starten, den Studio-Modus, dann habt ihr hier so verschiedene Ansichten. Das ist zum Beispiel cool, ihr könnt zum Beispiel hier dann schon mal Bilder zurechtlegen oder so und mit einem Übergang die dann erst erscheinen lassen. Genau. Ja, und ansonsten sind wir damit auch schon durch. Jetzt könnt ihr eure Videos im besten Format aufnehmen und ich wünsche euch viel Spaß dabei. Lasst gerne ein Abo da und ich hoffe, man sieht sich wieder. Tschüss.